freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt werden wir mal einen der Charaktere nehmen, die mir überhaupt nichts sagen. Nämlich hier sie zum Beispiel, Wendy. Habe ich noch nie gesehen. Die spielen wir mal nicht auf dem Motorrad. Oder doch? Wollen wir mal ein Cup Motorrad probieren? Na los. Das wird aber wahrscheinlich, ich warne euch vor, es wird wahrscheinlich der ultimative Fail-Part. Und das auch noch beim Blood Cup. Ja, wo es diese Wario-Strecke am Anfang gibt, die also auch schon entsprechend, glaube ich, auf Nintendo vorkam. Müssen wir mal eben nachgucken, ob es am Anfang da dort steht. DS, genau, ist eine DS-Strecke. Wobei ich finde, also die hat man brutalst verändert. Da war ich mir nicht sicher, ob es die wirklich ist, als ich die das erste Mal gefahren bin, weil, keine Ahnung. Also rein von der Musik her und so. Ach du Scheiße. Als ob, okay, also bis jetzt, muss ich sagen, geht's mit dem Motorrad. Ob es so bleibt, werden wir sehen. Ja, und das ist jetzt halt so der Teil, der halt komplett neu ist. Also den hat es früher natürlich in der Form nicht so gegeben, einfach weil damals Mario Kart Gravitation noch eine Rolle spielte, die ja hier komplett ausgesetzt ist. Okay, ich muss mich leider, das tut mir jetzt leid, extremst natürlich an Motorräder gewöhnen. Der Rumdürfterei und so. Man muss dürften einfach in diesem Spiel, ist klar. Aber, Alter, so richtig klar komme ich damit, glaube ich, nicht. Moment, und ich muss eben nachgucken, ob die Schlauchsteuerung an ist. Ich hatte eben das Gefühl, ich werde zurückgezogen. Autobeschleunigung ist aus. Alles normal, alles richtig. Okay. Dann war das wahrscheinlich, ist einfach die Motorradphysik, die mir war es knapp. Das ungewohnt vorkommt. Ach du Scheiße, und ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß schon, warum ich Motorräder nicht fahre. Ich meine, manche Kurven kann man enger nehmen, aber die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie ich hier driften soll, ja? Man muss nämlich viel früher reingehen als sonst. Muss man den Knopf quasi drücken, eher. Glaube ich. Oder später, ich weiß nicht genau. Hier war es zum Beispiel schon ein bisschen zu spät. Ja, das ist es halt. Aber hier war es zum Beispiel genau richtig. Muss ich hier aufpassen, dass mich das nicht trifft. Okay. Mhm, das war halt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Das schon. Nämlich Boots nicht bekommen. Aber wir haben ja auch die Hupe noch und ich muss sagen, das könnte reichen, ja. Schön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Motorrad Erster geworden bin oder grundsätzlich überhaupt mit dem Motorrad gespielt habe. Ja, ist in Ordnung, aber also ich bin immer noch der, der lieber mit einem Kart fährt, ja. Lässt sich irgendwie schöner lenken, finde ich. Ist sicherlich alles Gewöhnungssache, aber ich denke, ich bin eher der Kartfahrer. Ich weiß auch gar nicht, seit welchem Mario Kart Teil es Motorräder gibt. Ob es die jetzt schon in Teil 7 gab oder nicht. Ich weiß es nicht. Oh, das habe ich, also, das habe ich ja jetzt total verkackt. Aber ein Motorrad scheint aggressiver zu driften als ein Kart. Vielleicht muss man damit auch gar nicht so viel driften, sondern einfach eher lenken. Okay, das war jetzt absolut schlecht wieder. Tut mir leid dafür, aber wie gesagt, das ist das erste Mal. Oh! Das finde ich auch so cool. Man denkt so, oh scheiße, man ist ins Eisloch gefallen. Und darunter wird die Strecke immer weitergeführt. Das ist cool. Wieder an der Stelle. Ich darf nicht driften. Ich darf da einfach nicht driften. Das ist einfach übers Eis fahren. Dann wäre es gar nicht passiert. Unnötige Zeitverschwendung. Boah, es wäre halt schon cool, wenn wir jetzt irgendwie auf Platz 6 itemmäßig ein bisschen besser gestellt werden würden. Früher war es ja so, dass man dann da schon krassen Sachen bekommen hat. Ja, zum Beispiel, was heißt krassen Stern oder sowas oder... Aber hier scheinen wir jetzt nicht so viel Glück zu haben. Meine Banane auf Platz 3 finde ich schon ganz schön schäbig, muss ich ja mal sagen. Gut, aber wir sind mit der Kraft der Banane auf Platz 1 gekommen.
und halten die jetzt einfach hier hinten dran. Ich drifte diesmal nicht und das geht natürlich viel besser. Sehr schön. Sollte ich mir vielleicht das nächste Mal einfach eher zu Herzen nehmen und es nicht noch ein zweites Mal probieren. Das war jetzt scheiße. Das war jetzt natürlich... Das war jetzt Mist. Das war wiederum richtig stark, fand ich. Das war wieder scheiße. Und so drehen wir uns im Kreis. Ihr wisst Bescheid. Oh, bitte lass es kommen. Das muss reichen. Ja, es reicht wirklich. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Nice. Ja, das freut mich, weil, wie gesagt, Motorrad bin ich vorher noch nie so großartig gefahren. Und wir haben schon zwei Rennen mit dem ersten hier gemacht. Auch mit einem Charakter, den ich nicht kenne. Wendy. Ja. Die Gute scheint ganz gut Motorrad fahren zu können. Die Instrumentalpiste. Oh, also dazu muss ich ein bisschen was sagen. Die Strecke kann ich auf den Tod nicht leiden. Und ich kann euch auch erklären, warum. Wieder vom Setting her, ja. Ist ja wahnsinnig kreativ und sowas. Und auch cool gemacht, wie zum Beispiel die Töne fallen, wenn man hier diese Tastatur hier runterfährt. Aber diese Strecke wurde im Online-Modus von Mario Kart 8.7 einfach viel zu oft gefahren. Also die Spieler haben viel zu oft dafür gestimmt, beziehungsweise sie ist einfach viel zu oft zufällig rausgekommen. Also keine Ahnung, da hatte man so das Gefühl, dass die Strecke im Bezug zu anderen oder im Vergleich zu anderen bevormundet wird. Und dadurch hat man die also relativ oft gespielt. Ich habe den Online-Modus nicht so oft gespielt, aber jedes Mal, wenn ich anhatte, dann, ja, dann konnte man sich sicher sein, dass man scheiße die Strecke auch heute fahren wird, sozusagen. Da vorne war Mario in Tanuki-Form. Ich glaube, Tanuki heißt es. Keine Ahnung, ich spreche kein Japanisch. Aber den würde ich gerne mal im nächsten Part fahren, wenn ich dran denke. Und jetzt sind die Pflanzen einfach umgekehrt. Ist euch das aufgefallen? Also die können quasi sozusagen ihre Position tauschen. Boah. Scheiße. Oh nein. Ja, Blumen können wir eigentlich direkt raushauen. Da können wir ein paar mitreißen. Ja, hol dir die. Oh, wieder an der Stelle. Mann, ich lerne noch nicht draus. Belastend. Hack. Also, der Runde ist echt wieder verhext. Aber ich hasse die Map, wie gesagt, auch. Also. Da mit Motorrad. Oh. Ach, wir sind Erster? Okay. Da hätte ich es mal nicht gesagt. Dann ist man immer aufgeregt. Ey! Flucht. Immerhin nochmal zwei Items. Okay. Zwei Scheiß-Items, wie ich feststelle. So, jetzt einfach hier ein bisschen später driften. Hier gab es nochmal eine Explosion. Nein! Ah, schade. Das wäre auch zu gut gewesen, wenn ich die einfach jetzt getroffen hätte noch. Die wäre wahrscheinlich eh ins Ziel gekickt worden, aber ist egal. Mit einem zweiten bin ich auf der Karte absolut zufrieden. Ich meine, ich bin eh nicht davon ausgegangen, dass wir hier das mit drei Sternen holen. Ist in Ordnung. Oh, und das ist diese Yoshi-Welt und oh, die finde ich richtig geil. Weil einfach, es gibt einfach so viele verschiedene Wege, um ins Ziel zu kommen. Ihr seht es hier schon auf der Minimap, wie verwinkelt die ist. Und es liegt eben einfach daran, dass es so viele Wege gibt. Hier kann man zum Beispiel schon wählen. Hier könnte man jetzt wählen, ich versuche jetzt mal jede Runde einen anderen Weg zu nehmen. Vielleicht schaffe ich es, mal gucken. Vielleicht habe ich es aber auch gleich schon wieder vergessen. Aber man trifft sich dann natürlich auf den späteren Streckenabschnitten wieder, ist klar. Aber ist schon geil gemacht. Das meine ich. Also mit dem Kart hätte ich das genau richtig gemacht, genau richtig gedriftet. Aber irgendwie ist die Verzögerung hier eine andere, sozusagen. Hier kann man abkürzen, das ist gut. Nice. So, eben sind wir rechts gefahren, dann fahren wir jetzt mal links. Und fahren dann mal einfach hier lang. Und gucken uns dann hier den Tunnel an.
Das ist tatsächlich also auch eine Strecke, wo es sich lohnt, die mehrmals zu fahren, ja, weil ich denke mal, man wird doch nach der ersten Runde noch nicht alle Wege gesehen haben. Mann. Sehr gut. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen weniger zu driften. Nimm das. Wenn hier auch geschubst wird, ey. Gehst du weg. Was Tanuki Mario auf dem Motorrad. Jetzt fahren wir mal wieder hier lang. Eben sind wir außen rum, dann düsen wir jetzt hier lang. Ja, dann sind wir hier eben rausgekommen. Gut, die Änderungen sind jetzt nicht die größten. Ist aber auch, denke ich, klar, dass das nicht realisierbar ist. So. Ja, kommen wir wieder an derselben Stelle raus. Ist aber in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist gut. Ist innovativ. Da hätte ich wieder driften müssen, aber ich traue mich einfach nicht. Ich traue mich nicht. Also Motorrad ist für mich nichts. Ich weiß, dass, glaube ich, die Besten auch mit dem Motorrad fahren. Also auch die Besten im Online-Modus, sage ich jetzt einfach mal. Oh, zum Glück, meine Hand geblockt. Aber also für mich ist das nichts. Und ich denke mal, für den ersten könnte das trotzdem reichen, auch wenn wir den vielleicht mit jemandem teilen müssen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, müssen wir nicht. Also wir haben trotzdem den ersten mit dem Motorrad geholt, aber also auf 3 Sterne. Würde ich persönlich damit nicht gehen. Ich komme einfach nicht mehr klar. Vielleicht müsste ich es mehr üben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir für den nächsten Part direkt ein anderes Kart freischalten. Wäre gar nicht schlecht. Da hätte ich wieder was anderes zu zeigen. Auch die Goldtrophäe finde ich sehr lustig. Mit diesem Tanuki-Blatt. Ja, kein neues Kart bekommen, ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.